Okay. Bis. So, also die Schraube. So. Fangen wir an. Wenn aus der Kommentar kommt, fange ich an. Denke ich mal. Wobei. Aufgeschossen. Fangen wir an. Habt euch auf die Booster mal vorbereitet. 10 Stück sind es noch. 10 habe ich ja schon ausgepackt. Und ja. Warte, dass der Empfänger gleich. Kurz das ein bisschen reingeht. Ja. Perfekt. Gut, dann. Also ich hoffe, dass die Kamera jetzt durchhält mit dem Akku. Hallöchen. Und dann packe ich gleich mal das erste Päckchen aus. Die Rare tue ich dann gleich mal beiseite. Die können wir am Ende nochmal komplett angucken. Und da haben wir gleich einmal. Heika, also ich kann auch hier hoch. Dann wieder was aus der Serie, A Student Council. Ja. Extrem lange Titel, dass selbst hier unten dieser Text schon fast nicht mehr reinpasst. Kann ich auch noch nicht, und das ist die gute, ich glaube sogar. Haruna, glaube ich. Ach, guck mal. Und hier haben wir die Rare von Student Council. Und die werfen natürlich. Und dann mit der guten Kurumi eine Climax-Karte. So, die Rare tue ich beiseite. Dann auf zum zweiten Päckchen. Mal schauen, ob wir da was Schönes drin haben. Richtig cool wäre es natürlich, wenn noch eine Rare mit hier in den Boosten jetzt drin wäre, aber das war glaube ich zu viel verlangt. Da haben wir Issei und Rias. Zombie, den Charakter kenne ich. Sagt mir jetzt zumindest nichts. Kashik Record? Ach, Albert ist das. Dann auch nicht. Und das ist die gute Bar. Oh. Aus Data Live. Dann haben wir nochmal und von Seos. Letzte Unboxing. Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Und von Student Council. Exporter. Hier rastet die Kasse. Nächstes Mal sollte ich vielleicht das Handy auf Lautlos stellen. Ja, vielleicht kommt es sogar. So, dann haben wir die gute Xenovia aus High School D. Hey, wir sollten es auch gut gesehen haben.
Student Council. Das. Ubara. Ach, das war's heute. Sonntag. Gute U. Dann haben wir gleich nochmal Rare. Und Climax gerade offen ist Zombie. So, dann. Päckchen Nummer 4 sind wir jetzt schon. Aber irgendwie ist es mittlerweile schon enorm warm geworden. Meinetwegen kann der Sommer eigentlich ausfallen. Gleich zu Herbst übergehen. Konmäßig ist ja sowieso nichts gewesen dieses Jahr. Gerade ist. Silica aus Akashic Records. Und mein Liebling. Ayumu, gut, dann war das Mädchen Haruna. Ayumu ist ein Magic Girl Zombie. Also das? Ach, Full Metal Panic, einer dieser. Der gute Kaspar oder Gaspar, nicht Kaspar. Und die gute Sistine als Double Rare sogar. Geht's? So. Dann. Also wer schreiben möchte, kann gerne schreiben. Ich habe hier quasi auch den Chat noch groß. Dann schon mit. So, dann haben wir jetzt auch schon die Hälfte erreicht. Das glaube ich nicht so lang wie das erste Live. Und da haben wir YouTube von C. Von Sistine und Omiya hieß er. Eine Weile her, dass ich diese Serie gesehen habe, aber Sistine konnte mich sehr gut erinnern. Dann aus Legend of the Legendary Hero. Die Serie habe ich zumindest schon mal gehört, aber nicht. Ist es Zombie? Saras? Dabei sein. Hier haben wir es nochmal direkt. Diesmal steht es auch drauf. Haruna heißt sie. Und wir haben hier eine Rare Rias. Eine kleine Misskarte von der Serie, die ich nicht. So, dann. Ach nein, falscher Stapel. Päckchen. Ich glaube, das nächste Mal plane ich auch die, das Live-Unboxing quasi ein bisschen eher. Das ist vielleicht einen Tag vorher ankündigen. Mal schauen. Noch die gute Shaker von der Student Council, der Shido. Daylife. Marco von. Ach Mensch, ich versuch's mal vorzulesen. Do you love your mom and her two multi-target attacks? Ja, das habe ich mal angefangen, erste Folge, aber habe ich noch nicht weitergeguckt. Dann die süße kleine Yoshino, beziehungsweise Gromit. Meinst du jetzt weiß-schwarz oder andere Spieler? Dann haben wir hier noch die Lumia als Rare. Resistine mit Gesellen und die Climax-Karte. Tatsächlich habe ich eigentlich noch mehr vor, also wenn es ums Weiß-Schwarz ging, habe ich noch mehr vor mit Weiß-Schwarz. Und klar, ich weiß jetzt nicht, ob ein Stream das aufregend wäre, aber vielleicht mal aufnehmen und einen Zusammenschnitt davon hatte ich schon mal drüber nachgedacht. Dann haben wir gleich vorne dran Guido. In der Drachenrüstung. Ist es nicht. Ich habe nur bis jetzt Staffel 3 gesehen. Die aktuelle Staffel ist nicht noch bei. Muss ich mal schauen. A-Carter. So, dann. Das Oregasuki Nano. Geben wir es gleich auf. Das ist ja an die Magic Academy. Und zwar Oka heißt sie. Glenn hieß der Lehrer. Jetzt. Von Akashic Records und die gute Panego. Dann haben wir Haruna als Double Rare sogar. Und mit mir runter von Student Council die Climax Karte. Weiter. Dann bleiben nur noch drei Päckchen. Was da drin ist. So. Nochmal die Asia, die wir eben schon hatten.
Double Waters. Hat man auch schon, die hat man auch. Urheben. Und nicht von Amal Gibrilje Park. Und der Latifa hieße. Dann. Und gleich noch relativ einfache Rare. Und die MX-Karte mit einem Effekt, den ich nur durchlesen muss. Dann das vorletzte. Dieser gute Silica von der hier auch schon noch ein Bild. Dann haben wir hier nochmal Origami, Ayumu, Mac aus Gaspar, eine schöne Triple Rare Climax-Karte, die ich von der Serie, die ich nicht kenne. Schon mal eine Rare dabei mit, wenn ich eine Rare, eine Kleinskarte mit GD. Apuraho heißt die Serie. Muss ich mich mal kundig machen. Das ist, glaube ich, meine erste Rare Kleinskarte, die ich. Und dann noch das letzte. Zwillinge aus Italy. 3 war das. Das. Zombie. Und von Sweden Council. Und nochmal Origami als Climax-Corner. So, ich räume das mal fix hier zusammen. Und dann gucken wir uns einfach nochmal die Rares an. Dann würde ich den Stream auch schon beenden. Ich habe überlegt, ob ich heute gleich nochmal ein bisschen Escape from Tarkov spiele. Ja, vorrutschen werde ich dann noch spielen. Ob ich den Stream dann noch anmache, werde ich dann ganz, ganz kurzfristig entscheiden. Gut, mal beiseite. Dann gucken wir uns einfach nochmal ankreuzen. Ich versuche es im Bild aufzustapeln. Haben. Chaos. Zombie. Records. Was noch mit eben. Konik und Rare wäre auch richtig geil gewesen. Corona. Das und die Climax-Karte. Ja. Dann bin ich eigentlich schon durch mit dem Stream. Jetzt trinkt viel weiter jetzt auf alle Fälle. Und dann demnächst, wie ihr es vielleicht an meinen Unboxings schon gesehen habt, werde ich ReZero noch im Stream unboxen. Dann weiß ich noch nicht. Vielleicht nächstes Wochenende, vielleicht im Laufe der Woche. Aber auf alle Fälle werde ich das Video einen Tag vorher, also die Ankündigung einen Tag vorher online stellen. Ja, dann